Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 31, Antrag der Fraktion der AfD, rechtmäßige Verwendung von Steuergeldern durch staatlich subventionierte gemeinnützige Vereine der freien Wohlfahrtspflege, Prüfung aller Vereine der Arbeiterwohlfahrt in Hessen mit der Drucksache 20/2099. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Richter von der AfD zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Arbeiterwohlfahrt ist an einem Tiefpunkt angekommen, und das nicht erst seit den Vorfällen, die bei der AWO Frankfurt und Wiesbaden bekannt geworden sind. Dabei fing alles so gut an. 1919, als Parteiausschuss der SPD zur Mitwirkung der Arbeiterschaft bei der Arbeiterwohlfahrt gegründet und nach 1945 mit viel Idealismus von unten nach oben aufgebaut, muss diese Geschichte der Mitmenschlichkeit weitergeführt werden. Dass ausgerechnet aktuell auch Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und der GRÜNEN diese Geschichte mit Füßen treten, indem sie finanzielle Eigeninteressen über das Interesse des Allgemeinwohles stellen, ist nicht mehr mit Worte zu fassen. Schon aus Respekt vor der eigenen Geschichte ist es zwingend notwendig, mit aller Kraft eine lückenlose Aufklärung voranzutreiben. Wir als Alternative für Deutschland haben unseren Antrag gestellt, damit es eben zu dieser Aufklärung kommt. Gerade die Menschen an der Basis, die ihre Arbeit mit viel Menschlichkeit und Herzblut versehen, müssen erkennen, dass wir als Politiker handeln und nicht verschleiern. Meine Damen und Herren, diese oftmals auch sehr jungen Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt, die nur für einen Bruchteil dessen arbeiten, was sich Personen in der Führungsebene genehmigt haben, müssen wieder den Glauben auch an die Integrität von Führungskräften und Politikern zurückgewinnen. Es ist doch niederschmetternd, dass die meisten Menschen in unserem Land solche Skandale nur noch schulterzuckend und resignierend zur Kenntnis nehmen. Sie erwarten von Politikern mittlerweile leider Gottes nichts anderes mehr. Wenn zwei Brüder, der eine als Geschäftsführer der AWO-Tochtergesellschaft ProSurf GmbH und der andere als AWO-Geschäftsführer in Wiesbaden wegen hoher Gehälter in die Kritik geraten, muss man doch ernsthaft über die eigene soziale Kompetenz mehr als nur nachdenken. Der eine verdient in 6 Monaten im Jahr 2018 41.000 €, und Sie reden hier über Mindestlohn. Der andere erhält als AWO-Geschäftsführer 12.500 € im Monat und dazu noch 2 Jahre lang 6.000 € im Monat als Beraterhonorar. Ein solches Verhalten ist moralisch zutiefst verwerflich und zeigt ganz deutlich auf, dass eigene Profitinteressen durch parteipolitische Mitgliedschaften verschleiert werden, und dies alles auf Kosten der Schwächsten unserer Gesellschaft. Welch eine Heuchelei, meine Damen und Herren! Welch ein Pharisäertum! Gerade die Parteien, die sich soziale Gerechtigkeit fett auf die Fahnen geschrieben haben, müssen gegen solche Zustände aufstehen. Als Leitsatz formuliert die AWO Wiesbaden auf ihrem Internetauftritt: Wir bestimmen unser Handeln durch die Werte des freiheitlich-demokratischen Sozialismus. Spätestens durch die Skandale bei der AWO muss jedem Bürger in unserem Land klar werden, was diejenigen meinen, die von demokratischem Sozialismus sprechen, nicht Wasser predigen und Wein saufen. Nein, sie setzen noch einen drauf, Wasser predigen und in Champagner baden, meine Damen und Herren. Wir dürfen davon ausgehen, dass es sich hier um Vetternwirtschaft auf Kosten der Allgemeinheit handelt und dabei die Schwächsten unserer Gesellschaft für Profitinteressen ausgenutzt werden und dies längst keine Einzelfälle sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das verstehen wir als AfD nicht unter Gemeinnützigkeit, und es erinnert in furchtbarer Weise an den real existierenden Sozialismus der ehemaligen DDR. Wenn erst nach öffentlicher Kritik eine Dienstwagenrichtlinie angepasst wird, Frau Feldmann Gelder zurückzahlen möchte und SPD-Politiker ehrenamtliche Ämter ruhen lassen sowie ehrenamtliche Revisoren ihren Rücktritt einreichen, müssen wir dem als Landtag begegnen und können dies nicht einfach ignorieren. In aller Deutlichkeit sagen wir Ihnen als AfD: Legen wir diesen Sumpf endlich trocken, meine Damen und Herren! Sie haben dazu
Sie haben dazu die Chance, indem Sie ausnahmsweise einmal nicht parteipolitische Winkelzüge vollziehen, sondern nach der Debatte unserem Antrag zustimmen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, die unser Antrag Ihnen bietet, das gesamte Spektrum der Vorfälle bei der Arbeiterwohlfahrt in Hessen zu prüfen und damit mögliche mafiöse Strukturen auszuhebeln. Bis zur Beendigung der Sonderprüfung und weiteren staatsanwaltlichen Ermittlungen hat das Land Hessen an diese Struktur keinen einzigen Cent mehr zu überweisen. Und es sollte darüber hinaus im Falle von aufgedeckten Unregelmäßigkeiten durch die Finanzbehörden direkt ein Entzug der Gemeinnützigkeit folgen. Meine Damen und Herren, wieso spreche ich von mafiösen Strukturen? Dies basiert auf einem Artikel zu Pflegeskandalen im Jahr 2008 publiziert in der hauseigenen SPD-Zeitschrift Vorwärts. Der Altenpflegeskandal und allein gegen die Pflegemafia war dort zu lesen. Darin schildern Menschen, wie ihre pflegebedürftigen Angehörigen in Heimen vernachlässigt werden. Zu viele Menschen verdienen gutes Geld an schlechter Pflege. Dieser Satz stand auf der ersten Seite der SPD-Zeitschrift Vorwärts. Mittlerweile geht es allerdings nicht nur um Pflege. Es geht auch um Missbrauch der Gelder, die für Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen bereitgestellt worden sind, und vieles mehr. Wie zum Hohn beschloss die AWO 2017 verbindliche Richtlinien für eine verantwortungsvolle Verbands- und Unternehmensführung, bei denen unter den Punkten Loyalität und Interessenkonflikte all das als unvereinbar aufgezählt wird, was in Frankfurt und Wiesbaden stattgefunden hat. Jedes Mitglied der Geschäftsführung und des Aufsichtsgremiums muss jährlich die Einhaltung dieses sogenannten Governance-Kodex erklären. Hat das niemand von Ihnen gelesen? Natürlich müssen Sie angesichts solch desaströser Vorgänge den Kampf gegen rechts forcieren, um von sich selbst abzulenken. Denn an eine Veränderung Ihrer Politik zurück zu alten sozialdemokratischen Wurzeln glaubt niemand mehr in Deutschland, und die SPD wohl leider am allerwenigsten. Wir wüssten gerne von Ihnen, wie Sie mit Ihren Parteimitgliedern umgehen, die sich eigennützige Vorteile verschaffen und völlig überhöhte Gehälter bezogen haben. Gab oder gibt es Konsequenzen, die Sie ja so gerne immer bei anderen fordern, oder warten Sie einfach ab, bis sich die Aufregung wieder gelegt hat? Wir fordern Sie eindringlich dazu auf, darauf zu antworten. Die vielen ehrenamtlich engagierten Menschen in der AWO und an der Basis haben wahrhaftig eine Antwort verdient. Als letzten Satz: Lassen Sie uns alles restlos aufklären. Zeigen wir als Hessischer Landtag den Bürgern unseres Landes, dass wir unseren Idealismus nicht abgelegt haben und Politik eben nicht zum Selbstzweck betreiben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die FDP-Fraktion erteile ich nun Herrn Pürsün das Wort. Liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind Zeugen eines ungeheuerlichen Skandals im Sozialwesen. Sozialpolitik stellt enorme Mittel für Bedürftige zur Verfügung. Es sind die Steuern der jeden Tag hart arbeitenden Hessen. Diese Mittel wurden Kindern, Jugendlichen, alleinerziehenden Müttern, Pflegebedürftigen, Eltern, Flüchtenden, allesamt Bedürftigen und Ehrenamtlichen vorenthalten. Ein AWO-Clan hat über viele Jahre jegliches Maß verloren und sich schamlos bedient. Man gönnte sich höchste Gehälter, teure Dienstwagen, Sachgüter und Zulagen, als ginge es um Monopoly-Geld. Welch asoziales Verhalten! Der AWO-Clan dachte, dass er die Regeln setzt, alle im Griff hat, auch die Kontrolleure. Mutige Mitarbeiter der Kommunen, der AWO und vielen weiteren Bereichen haben sich widersetzt. Sie hatten wenig Vertrauen in Politiker, die wegschauten, übersahen und duldeten. Erst als klar wurde, dass es doch weitere ehrliche Menschen gibt,
die dieses Unrecht nicht dulden, endete das Schweigen. Ich spreche meinen höchsten Respekt für diesen Mut aus. Interne wie externe Aufsicht sind gescheitert. Wir haben einen Wildwuchs der unübersichtlichen Förderungen verschiedener Ämter und Ebenen und freihändiger Vergaben. Je besser die Kontakte, das Netzwerk, desto mehr Förderung. Befangenheit und Interessenskonflikte sind selten ein Thema. Ich bin erschrocken, wie leichtfertig Korruptionsprävention, wenn es darauf ankommt, zerredet wird. Wir werden die internen wie die Aufsichtsstrukturen überall genau anschauen und verbessern. Und wir werden diesen Sumpf konsequent trockenlegen. Unverständlicherweise haben AWO-Tochterunternehmen die Gemeinnützigkeit erhalten. Sie dienten so als Vehikel, um fragwürdige Geschäfte zu machen. So konnten Millionensummen im AWO-Konzern verschoben werden. Bekannterweise fehlen die entscheidenden Jahresabschlüsse genau dieser Unternehmen. Man muss meinen, dass zweierlei Maß im Lande gilt. Einerseits Nachsicht, Bonpflicht für Brötchen andererseits. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, steht das Amt über dem Recht? Gibt es bei der Macht auch noch Platz für Moral? Inzwischen reicht der AWO-Skandal bis in den Landtag. Die Hessen sind zutiefst empört. Die Hessen erwarten klare Antworten. Hessen wird mit einer Stimme Mehrheit regiert, und ein jeder Abgeordneter muss über Zweifel erhaben sein. Kollektives Schweigen ist unangemessen. Wir müssen alle eindeutig Stellung beziehen. Dazu rufe ich den Landtag und die Landesregierung heute auf. Letzte Woche sind drei grüne Abgeordnete in einer sehr speziellen Facebook-Story erschienen. Die Story hat die Medien und die Bevölkerung verhöhnt. Es fehlt nur noch der Hashtag Fake News. Wir kennen eine solche Haltung sonst von der AWO-Führung und vom Oberbürgermeister Feldmann. Gut ist das nicht ausgegangen. Weiterhin sind die Fragen bezüglich der Beschäftigung des grünen Kollegen Burcu bei der AWO unbeantwortet. Das ist ein Problem. Unter vielen offenen Fragen sind auch diese. Gab es eine Ausschreibung für die Stelle bei der AWO? Warum sind auf hochdotierte Jobs bei der AWO so viele Studenten mit Parteibuch gekommen? Warum begann bei einer Bewerbung im Januar ein neuer Job im Wahljahr im Mai, 10 Tage nach dem Grünlistenparteitag beim AWO-Verband des Bruders? Warum wurde bei identischem Unternehmenszweck und Anschrift mit der AWO Protect eine weitere Gesellschaft gegründet? Was ist an dem Unternehmen gemeinnützig? Warum hat das Amtsgericht Wiesbaden die AWO-Gesellschaft nicht eingetragen? Warum Rücktritt zum Jahresende bei Befristung bis zum Jahresende? Warum war der AWO-Job überhaupt befristet? Welche Geschäftsführung und Geschäftstätigkeit erfolgte zwischen Mai und Dezember 2018 für ein Gehalt von 41.000 €? Fragen über Fragen. Heute ist der Tag und hier der Ort, um alle Zweifel auszuräumen. Wir bitten den grünen Kollegen darum. Vielen Dank. Für DIE LINKE darf ich nun Frau Böhm ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, insbesondere aus Nordhessen begrüße ich Sie hier. Die bei der AWO Frankfurt und Wiesbaden bekannt gewordenen Missstände haben zu Recht für Empörung gesorgt.
Ich denke, es ist klar, überdimensionierte Dienstwagen, Gehälter und Beraterverträge haben bei einem Sozialverband nichts zu suchen. Das gehört sich nicht und das gehört da nicht hin. Es ist deutlich geworden, dass die internen Bestimmungen zur Compliance zu umgehen oder auszuhebeln viel zu einfach gewesen ist. Ich denke, hier ist es deutlich geworden, dass es hier alles unweigerlich auf den Tisch muss und auch wurden ja bereits erste Konsequenzen gezogen, und es werden sicher weitere Folgen. Ohne Selbstreinigung darf es bei diesen beiden Kreisverbänden nicht weitergehen. Und ich denke, dazu ist es ja auch deutliche Schritte schon gegangen worden. Ich begrüße auch in diesem Zusammenhang die Ermittlungen, die von Seiten der Kommunen gegangen wurden. Die Stadt Frankfurt hat bereits Mitte Dezember dies beauftragt, ganz genau beauftragt, welche Zuschüsse an die AWO gegeben worden sind und inwiefern diese Gelder sachgerecht und entsprechend der Vorgaben abgerechnet wurden und ausgegeben wurden. Ich denke, auch diese Untersuchungen sind notwendig, und da müssen ihre Beitrag dazu leisten, dass diese Missstände aufgeklärt und abgestellt werden. Aber so unstrittig wie das ist, so unstrittig ist auch, dass der hier vorliegende Antrag dieser Rechtsaußenfraktion eine Beleidigung des sozialen Engagements an sich ist, meine Damen und Herren. Ihr Antrag hat lediglich das Interesse, die Landesverbände der AWO Hessen Nord und Hessen Süd komplett zu diskreditieren und am liebsten zu zerschlagen. Das ist Ihr Interesse. Ich weiß jetzt nicht, warum Sie sich so aufregen, aber vielleicht regen Sie sich ein bisschen leiser auf, dann könnten die Leute auch mich, und ich muss nicht so laut werden. Die Sonderprüfung, die Sie beauftragt haben, würde wahrscheinlich weniger bringen. Das Land hat nur ein Projekt von der AWO finanziert. Das würde wenig bringen. Aber was Sie mit Ihrem Antrag wollen und was Sie damit tun, Sie stellen, diskreditieren damit das Engagement von 22.500 Mitgliedern und 10.000 ehrenamtlich Engagierten, stellen Sie unter Generalverdacht. Sie wollen die Unterstützungsprogramme für Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen, Senioren und Seniorinnen von heute auf morgen am liebsten gleich beenden. Damit nehmen Sie den Benachteiligten dieser Gesellschaft und tausend Beschäftigten in Geiselhaft für das Fehlverhalten einiger Funktionsträger. Und das ist wirklich schändlich, das muss ich Ihnen sagen. Und zu Ihrer schrecklichen Heuchelei, mit der Sie uns heute belästigt haben hier. Das muss ich, also das war wirklich, es ist, manchmal ist es ja wirklich schwer zu ertragen. Es ist wirklich schwer zu ertragen. Sie zeigen mit dem Finger auf andere, aber dabei zeigen vier Finger auf Sie selbst. Man müsste mal überprüfen. Dann müsste man überprüfen, inwiefern die Parteieigenschaften Ihrer Partei überhaupt noch rechtmäßig sind, nachdem Sie so viele Skandale bereits produziert haben mit Steuerhinterziehung und Hinterziehung von Zuwendungen. Und heute, was ist passiert? Herrn Gauland wurde die Immunität aufgehoben, weil er wegen Steuerhinterziehung angezeigt wird. Und das ist wirklich reine Heuchelei, die Sie hier betreiben. Natürlich kommt Ihnen der Skandal zu Pass, um mal wieder auf die Sozialdemokraten oder die Seite links zu schlagen. Aber ich weiß auch, welches Interesse dahinter steht. Sie haben das Interesse, alle solidarischen Strukturen in diesem Land zu zerschlagen. Wenn ich nur an meinen AWO-Ortsverband vor Ort denke, und ich weiß, mit welchem hohen Engagement und mit wie viel ehrenamtlicher mit wie viel ehrenamtlichem Interesse das gemacht wird, wie die Seniorenarbeit dort geleistet wird. Ich bin wirklich stolz, und ich freue mich über dieses Engagement, auch wenn ich gerne hätte, dass dieses ehrenamtliche Engagement ein bisschen mehr von staatlicher Seite unterstützt werden würde.
Aber Sie wollen, Sie haben das Interesse, dass genau so Sachen nicht mehr stattfinden. Sie wollen die Menschen vereinzeln. Sie wollen Solidarität zerschlagen. Und damit wollen Sie Menschen manipulierbarer und bedürftiger machen. Damit, das ist Ihr Konzept, das ist Ihre Absicht. Damit können Sie besser Rattenfänger spielen und Leute hinter sich holen, die einsamer sind, die weniger Unterstützung, die weniger Solidarität erfahren. Und einen solchen Angriff auf die soziale Infrastruktur dieses Landes, dem können wir auf keinen Fall zustimmen und unsere Unterstützung geben. Herzlichen Dank. Ich darf auf der Besuchertribüne unsere ehemalige Kollegin Marjana Schott recht herzlich begrüßen. Schön, dass du mal wieder uns im Hessischen Landtag besuchst. Und ich habe die dringende Bitte, gerade für den rechten Teil des Hauses hier dem Redner, der Rednerin etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken und etwas mehr Ruhe hier im Saale walten zu lassen und die Zwischenrufe hier bitte einzustellen. Als Nächsten darf ich Herrn Bocklet von Bündnis 90 die Grünen nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie uns noch einmal konzentrieren auf das, worum es geht. In den letzten Wochen kam die Arbeit der Wohlfahrts mehrfach und langanhaltend in die Schlagzeilen. Zunächst wurde der Vorwurf bekannt, dass die Arbeit der Wohlfahrt Gelder erhalten habe, um die Sicherheitskräfte in Flüchtlingseinrichtungen zu gewährleisten, dies aber nicht getan habe. Ende 2018 gab der Arbeit der Wohlfahrtsverband Kreisverband Frankfurt seine beiden im Auftrag der Stadt Frankfurt betriebenen Unterkünfte für Asylbewerber auf. Das städtische Sozialdezernat war auf finanzielle Unregelmäßigkeiten aufmerksam geworden. Interne Prüfer und Amtsjuristen empfahlen daraufhin die schnellstmögliche Beendigung der Zusammenarbeit. Insgesamt erhielt die Arbeit der Wohlfahrt von der Stadtverwaltung Frankfurt zwischen 16 und 18 mehr als 15 Millionen Euro für den Betrieb einer Unterkunft, davon allein 6,5 Millionen Euro für einen Sicherheitsdienst, der von Mitarbeitern der AWO Frankfurt gegründet und verwaltet wurde. Laut einem im Juli 2019 veröffentlichten Bericht in der Frankfurter Neuen Presse erhielt die AWO unter anderem Fördermittel für ein Sport- und Physiotherapieprogramm in ihren Asylbewerberheimen, das in einem weitaus geringeren Umfang stattgefunden haben soll, als gegenüber der Stadt behauptet. Nach einer anonymen Strafanzeige leitete die Staatsanwaltschaft Frankfurt daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs und der Untreue gegen Verantwortliche des AWO-Kreisverbandes ein. Und lassen Sie mich Hier sind also jetzt bereits Anzeigen eingegangen auf Betrug, und staatsanwaltliche Ermittlungen sind im Gange, die alle diese Vorgänge aufklären werden. Und deshalb lassen Sie mich auch an dieser Stelle schon einmal vorab sagen, in einem Rechtsstaat gilt es, dass man die Ermittlungen abwartet, bevor man eine Strafe ausspricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das soll nicht relativieren. Das Entsetzen über die Schlagzeilen, die es auch in meiner Fraktion gegeben hat, über das ungläubige Entsetzen, das wir hatten, wenn man solche Schlagzeilen liest. Aber noch immer gilt, auch Kollege Pürsün, auch noch immer gilt zunächst die Ermittlung, dann ein rechtsstaatliches Verfahren und dann das Urteil. Und dem wollen wir uns auch in diesem Saal bitte anschließen wollen. Und die zweite Schlagzeile, mindestens die zweite, war, die Hessenschau berichtete im November 2019 über Auffälligkeiten im Beschäftigungsverhältnis einer Kindertagesstättenleiterin. Sie bezog ein gemessen an Dienstjahren unüblich hohes Gehalt, verfügte auch über einen Dienstwagen, der anderen Mitarbeitern in vergleichbarer Position nicht zusteht. Da darf ich den Exkurs einschieben, dass es ein Besserstellungsverbot gibt in der Stadt Frankfurt, das heißt, dass freie Träger nicht besser verdienen dürfen als städtische Kita-Angestellte. Insofern ist hier die Frage zu klären, ob es sich bei der Person, wie es dann bekannt wurde, um die Ehefrau des OB Peter Feldmann handelte, ob er davon wusste. Der Oberbürgermeister selbst kritisierte zunächst die exklusive Berichterstattung und kündigte an, sich gegenüber allen Medien zu äußern. Stattdessen gab er lediglich der Bild-Zeitung ein Exklusivinterview, in dem er angab, nicht über die Einkünfte seiner Frau informiert gewesen zu sein. Über sein eigenes früheres Beschäftigungsverhältnis bei der AWO äußerte er sich nicht. Ich füge hinzu, zuletzt hat er sich bereit erklärt, die zu viel gezahlten Summen zurückzuzahlen.
wenn sich jemand bereit erklärt, etwas zurückzuzahlen, interpretiere ich das auch als ein Eingeständnis, dass das vorhanden gekommen, dass das stimmt, was dort gegen ihn erhoben wurde. Er hat sich bereit erklärt, die Summen zurückzuzahlen, Herr Kollege Warnecke. Und wenn er das tut, kann man, dann ist es keine Behauptung mehr von mir, sondern dann hat er eingestanden, dass zu viel gezahlt wurde. Und dann muss man das auch sagen dürfen. Und dann muss man auch ergänzen dürfen. Und dann muss man auch ergänzen dürfen, dass es dann nicht genügt, dass man nur zu wenig gezahlte Steuern beispielsweise straffrei zurückzahlt, sondern dass man sich dann tatsächlich auch darüber halten und über die Konsequenzen unterhalten muss, wenn sich das alles bestätigt, was Herr Feldmann selbst ja zugibt. Wenn sich das bestätigt, wird man auch darüber zu reden haben, welche Konsequenzen daraus zu ziehen ist, dass er davon wusste, dass zu viel gezahlt wurde. Und das alles bleibt es abzuwarten, aber auch dann Konsequenzen zu ziehen. Jetzt lassen Sie mich deshalb in aller Klarheit wiederholen. Allen diesen Vorwürfen muss rückhaltlos nachgegangen werden. Ohne Rücksicht auf Namen, Titel wird aufgeklärt werden. Aber klar ist auch, dass es bereits schon Anzeigen daraus gab, und man wird diese Ermittlung zu Ende abwarten. Und lassen Sie mich mal noch ergänzen, bitte. Die Arbeiterwohlfahrt ist eine Organisation, die Kollegin hat es eben gerade gesagt, mit über 21.000 Menschen, die hauptamtlich in Kindergärten, Pflegeheimen, Altenheimen, Behindertenheimen arbeiten. Die Einstellung aller Zahlungen schon jetzt vor dem Ergebnis der Ermittlung, wie von der AfD gefordert, der wirklich jeden Bezug zur Realität und Rechtsstaat verloren hat, zeigt eigentlich, wohin Sie wollen. Sie wollen an die Säulen des Sozialstaates und an die Säulen des Rechtsstaates. Wir können nicht vorher jemanden alle Zahlungen stoppen, die Gemeinnützigkeit entziehen, wenn wir noch nicht die Ergebnisse der Ermittlungen kennen. So können wir nicht vorgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir lehnen deshalb selbstverständlich diesen Antrag ab. Wir erneuern hier unsere Forderung danach, dass diesen Vorgängen in Frankfurt und in allen Ebenen rückhaltlos nachgegangen wird. Und auch wir sind dazu bereit, Konsequenzen zu ziehen, wenn es das ist. Und der AfD sei noch einmal ein Vergleich in Betracht gezogen. Frau Alice Weidel hat illegalerweise 130.000 € Spenden erhalten von einem Schweizer Pharmafirma. Wir haben trotzdem noch nicht den Verbot der AfD gefordert und die Einstellung aller Zahlen an Sie. Aber wir fordern auch Sie auf. Hören Sie auf mit illegalen Parteifinanzierungen, bevor Sie hier den Moralinski spielen. Danke schön. Mir liegen keine Zettel vor, aber konkludent sozusagen oder jetzt übergebend erteile ich jetzt Herrn Pentz von der CDU das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die SPD will sich anscheinend gar nicht zu dem Thema äußern. Mal sehen. Aber zunächst einmal zu dem Antrag der AfD. Wenn ich mir den Antrag der AfD durchlese, dann muss ich unweigerlich an die letzte Plenarsitzung denken. Und der Antrag ist ja vom Herrn Dr. Grobe unterzeichnet. Lieber Dr. Grobe, Sie haben letztes Mal hier vom Rednerpult mit ausgestrecktem Finger in Richtung der SPD gezeigt und ich sage jetzt mal fast mit Schaum vor dem Mund dem Kollegen Weiß gedroht, Sie hätten sein Foto. Und genau dieser Duktus ist auch in diesem Antrag wieder zu erkennen. Es ist die gleiche Manier, jemanden an die Pranger stellen, eine Liste erstellen. Was bezwecken Sie damit eigentlich? Wollen Sie pauschal möglichst viele Menschen brandmarken? Es fehlt nur noch, dass Sie die Adressen im Internet veröffentlichen. Das löst kein Problem. Es ist ein aktiver Beitrag zu Hass und Hetze. Das ist die schlichte Wahrheit. Jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur AWO. Die AWO wurde 1919 gegründet, das ist so, von einer der ersten Frauen der Nationalversammlung als Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt der Sozialdemokratie. Der Grundgedanke war die Arbeiterwohlfahrt als Selbsthilfe für Arbeiter. Und, meine Damen und Herren, zur Wahrheit gehört auch in Richtung der AfD. Das haben Sie nämlich nicht gesagt, lieber Kollege. Die Nazis haben damals bei der Machtergreifung die AWO verboten und aufgelöst. Und erst 1946 wurde die AWO wieder gegründet. Und, meine Damen und Herren, deswegen will ich das in aller Offenheit sagen. Die AWO hat in den letzten Jahrzehnten Großes geleistet für die Menschen in diesem Land. Das ist so, und das stimmt so, und hoffentlich bleibt es auch so. Und, meine Damen und Herren,
Umso schockierender sind die Vorfälle, die sich derzeit in Hessen bei der AWO auftun. Ich zitiere den Bundesvorsitzenden der AWO, Wolfgang Stakler, der gesagt hat, in dieser Fülle und Konzentration ist das einmalig. Und, meine Damen und Herren, das alles trifft am Ende die ehrenamtlich Tätigen bis tief ins Mark. Und offenkundig handelt es sich um ein System, das seit Jahren führende und gut vernetzte Menschen, die in der Regel, das muss man leider feststellen, ohne Abschluss, ohne besondere Fachkenntnis, ohne Berufserfahrung bei der AWO geparkt und versorgt wurden. Es mag ja Zufall sein, aber am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren der Sozialdemokratie, am Ende sind es fast immer Leute mit SPD-Parteibuch. Was diese Leute eint, und das muss man leider feststellen, das sind üppige Gehälter, dicke Dienstwagen, aber noch nie hat jemand von diesen Leuten ernsthaft einen alten Menschen gepflegt oder Kinder betreut. Dem normalen AWO-Angestellten, der jeden Tag in der Pflege, in der Kindertagesstätte, im Altenheim tätig ist, ist das doch wohl kaum zu erklären. Und meine Damen und Herren, lieber Herr Degen von der SPD, Sie schreiben in der Frankfurter Rundschau, Sie seien unglaublich zornig. Zitat. Was nutzt den vielen Angestellten der AWO eigentlich Ihr Zorn, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wo ist der Neuanfang, wo bleibt die Aufklärung? Und jetzt muss ich es leider einmal zitieren. Wenn Sie sehen, wer den Neuanfang in Wiesbaden und in den anderen AWO-Institutionen sozusagen nach vorne bringen soll, dann sind es am Ende komischerweise alles Sozialdemokraten. Sozialdezernent Wolfgang Hessenauer, Franz Betz und. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier muss man doch ernsthaft die Frage stellen, wo ist da die neutrale Aufklärung? Wo ist der Neuanfang? Und meine Damen und Herren, wenn es dabei bleibt, ich zitiere eine führende Sozialdemokratin dieses Hauses, Zitat, dass die AWO untrennbar mit der Sozialdemokratischen Partei verbunden sei, dann, meine Damen und Herren, dann wird die Situation um die AWO ein tragisches Ende nehmen. Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich noch zu dem kommen, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Der ehemalige führende Angestellte der AWO, der heutige OB von Frankfurt, der unvergleichliche Herr Feldmann. Herr Feldmann hat sich bis heute nicht erklärt, ob es eine Order aus dem Römer an die AWO gab bezüglich seiner Frau. Herr Rudolph, die Leute lassen sich doch nicht für dumm verkaufen. Wieso erklären Sie nicht einmal, was da eigentlich passiert ist? Herr Feldmann sagt, er zahlt notfalls das zu viel gezahlte Gehalt seiner Ehefrau zurück, obwohl er vor ein paar Wochen noch erklärt hat, dass er gar nicht wisse, wie viel Gehalt sie eigentlich empfangen hat. Ja, was denn nun? Ja, was denn nun? Erklären Sie sich doch einmal. Glaubt Herr Feldmann, er könne sich mit seinem Geld sein Gewissen freikaufen, meine Damen und Herren? Die normale Erzieherin in der AWO-Kita, die jeden Morgen aufsteht, die kann ihr Gewissen nicht freikaufen. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Sozialdemokratie, kommen Sie her und erklären Sie sich. Zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Amtsverständnis des Herrn Feldmann, das wirklich beispiellos ist, kann man nur sagen, unanständig, schockierend zugleich und ein Schlag ins Gesicht für viele sozial tätige Menschen. Es reicht eben nicht aus, sich als Robin Hood öffentlichkeitswirksam in den Zeitungen und in irgendwelchen Anzeigen darzustellen. Man muss sozusagen auch für Vertrauen stehen. Und das kann man hier feststellen. Das ist mit Herrn Feldmann und Teilen der Sozialdemokratie anscheinend nicht der Fall. Deswegen werden wir einmal den Antrag ablehnen und uns genau anschauen, wie es beim Thema AWO und der Aufarbeitung weitergeht. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Krumbach das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen von der AfD, ich kann Schadenfreude von gerechtem Zorn schon unterscheiden. Und mit Verlaub, das, was Sie hier aufgeführt haben, hat mit gerechtem Zorn nichts zu tun, weil sonst hätten Sie es nicht parallel in drei Länderparlamenten inszeniert, in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern, gleichzeitig mit fast den gleichen Begründungen. Hier geht es um eine politische Strategie und nicht um gerechten Zorn. Gerechten Zorn habe ich erlebt in den letzten Wochen bei vielen älteren, insbesondere Frauen, die nach dem Krieg diese Organisation aufgebaut haben, weil sie sehen, dass ihre Arbeit plötzlich durch Gier in den Dreck gezogen wird. Und diesen gerechten Zorn, mit dem kann man umgehen, wenn man klare Maßstäbe hat. Und die Maßstäbe sind klar formuliert. Ich war ja einmal Vorsitzender der SPD in Frankfurt. Ich habe einen Nachfolger, der hat, ich glaube, zwei Tage nach dem ersten Zeitungsartikel erklärt, dass die Sachen relativ einfach zu behandeln sind. Erstens, die Karten müssen auf den Tisch. Alle Karten. Und zwar freiwillig. Zweitens, wir fordern eine vollständige Überprüfung der betroffenen Arbeitsverträge, Dienstwagenregelungen, Finanzkonstruktionen und Grundstücksgeschäfte. Drittens, nur zur Erinnerung, die AWO hat dafür eine bundesweite Regelung. Und Sie haben es ja schon gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die offensichtlich versucht haben, sie aktiv ignoriert haben. Viertens, Kündigung der Beteiligten und Rückforderung dort, wo es juristisch durchsetzbar ist, weil es ist Geld, das aus Mitgliedsbeiträgen und Steuermitteln stammt, und selbstverständlich muss das zurückgefordert werden. Klare Maßstäbe, erleichtertes Handeln. Und dann gibt es einen Punkt, den finde ich sehr spannend, weil er ja vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist anderswo. Dann steht da, wir erfordern den Rücktritt aller Verantwortlichen, egal ob sie beteiligt waren oder nicht, weil sie tragen die Verantwortung, um einen Neuanfang möglich zu machen. Ich würde mal gerne diesen Maßstab angewandt sehen auf den einen oder anderen Minister der Landesregierung, auf den einen oder anderen Abgeordneten der AfD, die mit Spendenskandal von sich die Rede gemacht haben. Nein, wir Sozialdemokraten haben ziemlich klare Maßstäbe. Verantwortung bedeutet auch dann, wenn man persönlich sich nichts zu Schulden gekommen hat, aber die Verantwortung hat, dass man die Konsequenzen ziehen muss. Und es ist ja inzwischen geschehen. So, was Sie jetzt versuchen, ist das Konstrukt, das in Ihrem Kopf existiert, ob ein Mensch anständig ist oder nicht, entscheidet sich an seinem Parteibuch. Und mit Verlaub, die Hessische Landesregierung hat, als sie selber in Schwierigkeiten geriet, weil ihr Verfassungsschutz nicht in der Lage war, ordentlich zu arbeiten, zur Hilfe herbeigeholt eine ehemalige Bundesjustizministerin, weil er sie für qualifiziert hielt, in dieser Frage klare Aufklärung zu treiben. Wir haben die Kollegin Sylvia Schenk, die im Vorstand von Transparency International Korruption beim Fußball in der Weise verfolgt hat, dass der eine oder andere Kaiser plötzlich ohne Thron dastand. So, und Sie glauben, dass das Parteibuch stärker ist als die moralische Grundhaltung dieser Leute. Das ist aber etwas, was eher auf Sie zurückfällt als auf die Leute selber. Und ich finde, das muss man zurückhalten. So, und dann wird man in der Tat mal gucken müssen, wie man sicherstellt, dass Regeln, die einmal aufgestellt werden, auch eingehalten werden. Da fällt mir eine Menge zu ein. Klammer auf, wir werden auch möglicherweise darüber nachdenken müssen, ob wir als Gesetzgeber in der Frage für alle Regeln festschreiben. Aber das ist ein Punkt, der ein Stück weitergeht. So, jetzt sage ich das, was ich finde, was auch dazu gehört. Ja, ich bin seit 30 Jahren Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. Selbstverständlich. Ich bin das wie viele andere Sozialdemokraten auch, weil ich glaube, dass diese Gesellschaft arm wäre ohne all die Menschen, die im Caritasverband, Diakonischen Werk, VdK und Arbeiterwohlfahrt ihre Arbeit leisten für Altenhilfe, für Junge und dafür, dass den Menschen dieser Gesellschaft besser geht. So. Und jetzt, wenn Sie genau den Antrag lesen, dann stellen Sie fest,
wo der Unterschied anfängt. Natürlich muss jedes einzelne Geschäft überprüft werden, aber die Aufzählung alleine zeigt schon. Sie haben hier die ganzen Ortsvereine aufgezählt, die überhaupt kein Unternehmen, kein eigenes Geld, keine Wirtschaftsmacht verfügen, weil sie die ehrenamtliche Arbeit in dieser Frage diskreditieren wollen. Ihre Kollegin im Nordrhein-Westfälischen Landtag, wie heißt sie noch einmal? Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Tworek Damilowski hat in ihrem Debattenbeitrag zum gleichen Thema erklärt, na ja, sie verstünde das ähnlich, warum der Staat das subventioniert. Private könnten das doch auch. So, das ist Ihr Punkt, Ihre Ideologie. Und mit Verlaub, an der Stelle diskreditieren Sie Menschen, die ihre Freizeit, ihr Geld und ihr Lebensinhalt darin sehen, anderen zu helfen. Und Sie diskreditieren, das ist der zweite Punkt, die Menschen, die von der AWO bezahlt werden. Die können nämlich dafür alle nichts. Die machen harte Arbeit für viel Geld. Und diese harte Arbeit, finde ich, sollten wir würdigen, statt sie unter Generalverdacht zu stellen. Generalverdacht ist eine Methode, die nicht in den Rechtsstaat passt. So, und jetzt ist die spannende Frage, warum machen Sie das eigentlich? Und dann guckt man hin und stellt fest, ja, es gibt in den Wohlfahrtsverbänden eine Arbeitsteilung. Das Diakonische Werk ist zuständig für einen Teil der Migrantinnen und Migranten. Die Caritas ist für den katholischen Teil zuständig. Die Arbeiterwohlfahrt ist zuständig für die Migranten, die aus nichtchristlichen Ländern stammen. Das ist seit 40 Jahren ein Teil, ein Kern ihrer Arbeit. Zweitens. Die Arbeiterwohlfahrt ist, wie die anderen Wohlfahrtsverbände auch, einer derer, die mit dem Roten Kreuz und anderen zusammen in den letzten Jahren die Unterbringung von Flüchtlingen organisiert hat. Und wenn Sie schon nicht hinkriegen, das abzuschotten, was Sie mit Ihren Forderungen der Grenzabwehr, der Frage, wir lassen die Leute doch eher im Mittelmeer ersaufen, sozusagen durchsetzen können, dann versuchen Sie wenigstens die Unterstützungsleistung zu zerschlagen. Das ist der Kern Ihres Antrags. Und ich sage an der Stelle, wer Humanität zum Maßstab nimmt und sozialen Zusammenhalt. Herr Krumbach, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Humanität zum Maßstab nimmt und Zusammenhalt. Der muss in der Lage sein, sozusagen klar zu differenzieren zwischen denen, die aus Gier handeln, und denen, die ihr Leben dem Ehrenamt für andere gewidmet haben. Und genau das tut Ihr Antrag absichtlich nicht. Ich meine, ich verstehe die Versuchung des einen oder anderen, wenn jemand ein tiefes Loch gegraben hat und andere, weil natürlich unsere Tochter ist 100 Jahre alt, selbstständig, aber es ist unsere Tochter. Und andere am Rand stehen und sozusagen ein Stück betroffen und wütend sind, dass man versucht, sie reinzuschubsen. Der Versuchung kann ich verstehen, dass Sie nachgeben, Herr Pentz, ich kann versuchen, dieser Versuchung nachgeben. Aber Ihre Versuche sind eben nur der Versuch, zusammen. Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit für den Redner. Es würde Ihnen helfen, Sie würden schlicht auf der Seite der Stadt Frankfurt nachgucken. Da steht zum Beispiel exakt das klare Statement. Der zweite Punkt, wenn ich das mal als Mann sagen darf, ich finde das Emanzipationsverständnis schon ganz spannend. Ich halte das jetzt für einen Nebenkriegsschauplatz. Aber wenn eine Frau entscheidet, aus ihrem Geld etwas zurückzuzahlen, dann ist das ein Punkt, wo Sie nicht sagen können, es ist die Entscheidung des Mannes, sondern bitte schön. Also bitte schön. Herr Krumbach, Sie müssen trotzdem leider zum Schluss kommen. Ich will das nur einfach sagen, weil ich finde, ja, Sie kennen das gar nicht. Ich weiß, dass in der Hälfte des Hauses nicht ist. So, im Kern werden Sie damit leben müssen, dass die Menschen dieser Gesellschaft für Zusammenhalt, Demokratie und Menschlichkeit leiden, weiterhin der AWO eine Heimat haben werden und dass dafür gesorgt werden wird, dass die Menschen, die das durch Gier kaputt machen, aus ihren Funktionen fliegen. Das wird die AWO selber machen. Und warum sollte es auch nicht, wenn Sie anschauen, was der Bundesvorstand hier gemacht hat, werden Sie sehen, dass Sie dazu in der Lage sind. Herzlichen Dank.